you fools. Moin moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem neuen Bemal-Tutorial. Denn ja, in den folgenden Minuten geht's rein um die Bemalung meines Moria-Geländes, das an den ersten der Herr-der-Ringe-Film angelehnt ist. Alle Geländestücke sind nämlich schon vor einiger Zeit abseits der Kamera entstanden. Was? Wie kannst du Gelände basteln und dazu kein Video machen? Tja, manchmal muss das einfach sein. Denn manchmal möchte ich einfach nur für mich was bauen und dabei nicht im Kopf haben, wie ich das jetzt am besten filme und zu einem Tutorial zusammenfasse. Außerdem kann ich so am besten und ganz entspannt neue Materialien und Techniken für euch ausprobieren, denn schließlich sollen die TWS-Videos für euch ja erprobte Tutorials sein und keine Anleitungen, in denen ich selbst erstmal noch wild hin und her experimentiere. Aber gerne kurz noch was zum Bauen des Geländes. Nachdem ich vor einiger Zeit durch dieses Games Workshop Büchlein blätterte und auf diese alte Bastelanleitung stieß, wollte ich das Gelände mit möglichst viel Korkrinde nachbauen. Denn Kork hatte ich zu dem Zeitpunkt einen riesigen Karton voll erworben und so schnitt ich zunächst ein paar Hartschaumstücke als Unterbau für die Stege, Felsen, Treppen und so weiter zu, um diese dann mit Kork zu bekleben. Hierbei hatte ich neben Heißkleber auch Spachtelmasse eingesetzt, um direkt die Fugen zu füllen. Außerdem einen Mix aus Leim und Korkgranulat. Letztlich schluckte die Spachtelmasse aber viele Details von der Korkstruktur, somit habe ich irgendwann nur noch Korkstücke passend zugesägt bzw. zugeschnitten und mit Heißkleber aufgeklebt. Die rundlichen Felsen werde ich irgendwann vielleicht auch nochmal neu machen und etwas anders basteln. Auf die Bodenflächen kam neben dem Korkgranulat auch noch etwas Sand und hier und da dünne Fliesen aus Hartschaum. Irgendwann war alles bemalbereit und ich merkte dann, wie nervig es ist, Kork bemalen zu wollen. Denn Kork ist bekanntlich wasserabweisend, sprich Farben haften nicht so gut. Vor allem fließen sie nicht von selbst in die Vertiefung. Und so startete ich insgesamt 2 Anläufe, sogar einen mit Spraydosen, doch zufrieden war ich nicht mal mit dem Farbschema. Aber so merkte ich, dass das Thema Korkbemalen durchaus ein TWS-Tutorial wert ist. Also, los geht's! Das erste, was ihr neben den üblichen Bemalutensilien braucht, sind große Bottiche, um Farben anzurühren. Zunächst mische ich mir aus 2 gleichen Teilen Erdbraun und Schwarz eine Grundfarbe an, die nicht zu dünnflüssig, sondern lieber noch etwas cremig sein sollte. Einfach, damit sie gut auf dem Kork haftet und nicht abperlt. Hinzu kommen noch das pure Erdbraun, ein Schiefergrau und ein dunkles Blau zum Nass in Nass hineintupfen. Denn ich will mein Moria-Gelände nicht einfach nur grau bemalen, sondern mit dem Blau und dem Braun 2 leichte Farbstiche erzeugen. Nachdem die Grundfarbe auf allen Geländestücken getrocknet ist, kommen 2 Washes zum Einsatz. Ein schwarzer Wash in einem, zugegeben, sehr großen Bottich und dann noch ein blau-grüner Wash für einen Nass-in-Nass-Farbverlauf. Mit dem schwarzen Wash werden die Geländestücke dann so richtig getränkt, um möglichst alle Vertiefungen zu erreichen, in die man vorhin nicht so gut mit dem Pinsel hineingelangt ist. Deckt euren Basteltisch oder bei gutem Wetter auch euren Balkontisch unbedingt gut ab, denn wie ihr seht, ist das schon eine ziemliche Sauerei. Zwar werden selbst nach 2 Wash-Durchgängen immer noch ein paar Vertiefungen korkbraun hervorblitzen, aber damit kann man leben. Denn beim späteren Trockenbürsten kommt ohnehin wieder das ähnliche Erdbraun zum Einsatz. Los geht's aber mit dem Blaugrün, das ganz nach Belieben gleichmäßig oder etwas wahllos auf die Geländestücke aufgebracht wird. Es folgt ein kräftiges Trockenbürsten mit dem Schiefergrau, sprich einem Grau mit einem leichten Braunanteil. Dies wird quasi die Hauptfarbe auf der Grundfarbe. Auf die Böden und Wege und an ein paar ausgewählte Stellen wird dann mit dem Erdbraun trocken gebürstet und auch mal punktuell getupft. Es folgt ein leichtes Trockenbürsten mit einem mittleren Grau, mit dem ihr noch einmal kreuz und quer bürsten dürft, um die Korkstrukturen herauszuarbeiten. Danach wird mit einem Hellgrau nur noch ganz leicht und nur noch von oben nach unten trocken gebürstet, um letzte Akzente zu setzen. Wer mag, kann abschließend nochmals mit dem Erdbraun oder einem hellen Sandbraun auf die Bodenbereiche tupfen und bürsten, um Erde und Dreck anzudeuten. Danach wäre euer Korkgebirge bzw. meine Minen von Moria auch schon spielbereit.
Ich finde, Korkrinde ist ein großartiges Bastelmaterial, weil man tolle Formen und Strukturen bekommt. Das Bemalen ist durch die wasserabweisende Eigenschaft zwar etwas fummeliger, aber bei kleinen Geländestücken kann man ja immerhin auch zur Airbrush oder Spraydose greifen. Kork wird übrigens auch ein Thema in meinem Geländebaubuch sein, das noch ein paar Tage auf Kickstarter läuft. Ansonsten habe ich euch in der Videobeschreibung natürlich auch einige Bezugsquellen für günstigen Kork verlinkt. Ich werde jetzt noch ein paar Zwergensäulen basteln, um mit den Gefährten die Flucht aus Moria antreten zu können. Oder für welches Spielsystem bzw. Szenario würdet ihr diese Platte nutzen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!